Mahlzeit, ihr Schlawiner. Weiter geht's mit Military Tanks. Mir ist aufgefallen, dass die Fraktion, ich nenne es jetzt mal Fraktion, also das, was ich mir ausgesucht habe, hat nur gepanzerte Wagen. Und das war sehr interessant, denn ich dachte mir so, irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß immer noch nicht, was ich da ausgesucht habe, da ich dieses Zeichen nicht kenne. Ich gebe es ehrlich zu, ich kenne es nicht, aber ihr seht, es sind nur gepanzerte Wagen, die verfügbar sind. Und ihr seht, die sind unheimlich teuer. Also anders als bei den anderen Spielen, zum Beispiel von XDev. Das ist XDev. Übrigens habe ich geguckt, wie sie heißen. Die heißen jetzt X-Tornados. X-Tornados. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie letztens, also vorgestern, noch anders hießen. Kann sein, dass sie ihren Namen wieder geändert haben. Vielleicht habe ich das auch übersehen. Und das war immer, also bisher auch X-Tornados. Jedenfalls ist es, oder X-Tornado? Wie auch immer, auf jeden Fall X davor und das ist X-Dev, ganz einfach. Warum sie da diesen Namen geändert haben und dieses Spiel unter diesem Namen jetzt veröffentlicht haben, weiß ich nicht. Ich habe schon letztens gesagt, grafisch ist es ein Furz besser, partiell, als jetzt die anderen Spiele. Und dieses Fahrzeug zählt als leichter Panzer, ist eigentlich ein gepanzertes Fahrzeug, was nicht mal ansatzweise ein Panzer ist, aber gut, wenn man jetzt sagen würde, gepanzertes Fahrzeug ist ja ein leichter Panzer, wegen Panzer, ne, Panzerung und so, ne, wie auch immer. Ich habe, glaube ich, zwei Runden bisher mit diesem Wolf gefahren. Ja, geht. Hat natürlich, dadurch, dass er ein etwas größeres Kaliber hat, ist er natürlich etwas langsam nachladen. Und das Aufwerten ist auch unheimlich teuer. Ich habe letztens, also vor 2 Stunden, gesehen, dass Leute geschrieben haben, am Anfang war es noch unheimlich und war es noch unterhaltsam. Ne? Und haben es verglichen mit World of Tanks Blitz, welches ich nie gespielt habe. Aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich so ähnlich ist. Schnelle Runden, schnell durchhackern hier und so weiter und so fort. Die Karten sind hier häufig jetzt die gleichen, aber die sind okay gemacht. Also von daher finde ich es jetzt nicht so wild. Was ich jetzt gesehen habe, man muss bedenken, ich spiele zu einer relativ späten Uhrzeit. Andere sagen, oh, Hacker und mit einem Schuss bin ich weg. Also mit einem One-Shot-Kill habe ich bisher noch nicht erlebt, aber ich habe bemerkt, dass letztens, also die erste Runde, die ich gespielt habe, war wohl jemand da, der Goldmunition, also Premium-Munition gehabt hat. Der hat mich so schnell weggefotzt, gefetzt. Ich glaube, ich habe gerade ein anderes Wort gesagt, geotzt. So, ne, guck mal hier. Dass ich dachte, okay, der hat auf jeden Fall Goldmunition. Ich habe keine, ich versuche eigentlich, das heißt, ich versuche, ich werde hier keinen Cent investieren, so wie in allen Echtstoff-Spielen. Ich denke, ich komme auch so durch. Ich hänge hier, das war nicht gut. Aber trotzdem noch Glück gehabt. Jetzt sind wir natürlich im Stufenbereich, wo ich davon ausgehe, dass die... Huppalachen, guck dir an, was die fahren und was ich fahre. So schlimm ist es aber... Okay, das... Ich glaube, das hat sich für mich erledigt dann gleich hier. Motor. Ja. Wie ihr seht, ich habe das eine, diese Reparaturkit war nicht wirklich, das war ein Reparaturkit, aber es ist nur für den Motor und für das Getriebe. Also es ist keine Lebensauffrischung, was nicht schlecht ist, ist okay. Dann sind wir mal ehrlich, normalerweise könnte man ja auch so ein Fahrzeug nicht eben reparieren und dann wieder irgendwie, weiß ich nicht, 25% Lebenspunkte herstellen. Vielleicht schaffe ich den hier noch. Ich komme gerade vor wie ein Sportmoderator, Jubo. Und er macht ihn rein. Okay, wir haben ihn geschafft. Aber er hat doch einiges an Schaden bekommen. So, jedenfalls habe ich das Ding rausgenommen und benutze dafür dieses Reparaturkit zusammen mit dem Feuerlöscher. Ich glaube, die machen mich gleich weg. Ich kann auch jetzt ein bisschen schlechter steuern. Ihr seht, und das muss ich jetzt sagen, es gibt eine gewisse Fahrphysik. Das heißt, ich rutsche hier doch tatsächlich auf diesem Schnee hin und her. Hätte ich auch nicht gedacht, vielleicht schaffe ich den noch. Ne, schaffe ich nicht. Wer blockiert mir den? Okay, doch noch. Sir Ulrich. Ihr seht, meine Nachladezeit ist ein bisschen langsamer. Okay, die Runde ist durch. Ja, bisher waren tatsächlich alle Runden, aber das ist am Anfang, glaube ich, häufig so, weil die Leute noch nicht so viele Fahrzeuge als Ersatz haben, sind die Runden relativ schnell vorbei. Oh, guck dir das an. Wirklich ein Furz entfernt vom neuen Rang. Hätte es natürlich mehr Kohle gegeben. Ich habe schon die aktuellen Missionen
Ne, ich dachte, ich habe sie fertig. Jetzt sehe ich es gerade auch selber, wo ich auch gekluckt habe. Geklickt. Was ich jetzt. Okay, ich mache das jetzt nicht, aber üblicherweise habe ich das so gemacht, weil ich ja Silber brauche. Du kannst ja, habe ich ja vorher schon erwähnt, Silber nicht kaufen. Du kannst Silber nicht kaufen mit Gold, so wie zum Beispiel halt in World of Warships, wo du dein Gold umtauschen kannst in Silber. Ist hier leider nicht möglich. Dadurch kann ich viele Sachen einfach nicht machen. Du hast auch keine Möglichkeit, außer mit Echtgeld hier Silber zu kaufen. Also die simple Ingame-Währung, was natürlich ein bisschen blöd ist, aber irgendwie wollen sie natürlich auch wieder sich eine goldene Klobrille verdienen hier. Das heißt, und hier übrigens auch schön zu sehen, wollte ich letztens erzählen. Anders als jetzt zum Beispiel in den anderen Spielen von denen, wo es immer mehrere Ränge gibt, das heißt, man wertet alles auf und dann kommt der nächste Rang und dann wertet man wieder auf, kommt der nächste Rang, ich glaube drei Ränge gibt es dann und dann hast du ein Elite-Fahrzeug, ist hier so, du hast halt mehr Ebenen, wenn die fertig sind, gibt es keinen weiteren Rang, dann ist das Ding fertig. Fertig erforscht, also fertig aufgewertet. Auch okay, ist halt nur unheimlich teuer, aber wenn man zusammengerechnet, ist glaube ich immer noch ein bisschen günstiger, als wenn man zum Beispiel in Navy Wars da aufwertet, da kommt man wahrscheinlich auf den doppelten Geldeinsatz, sag ich mal so. So, während ich hier sabbel, wie ihr seht, schon wieder dieselbe Karte. Ich muss mal gucken, wie schnell das geht. Ich will jetzt gar nicht zeigen, wie geil das Ding ist, weil es ohnehin noch nicht weiter aufgewertet ist. Ich werde eventuell, weil ich relativ viel Gold zur Verfügung habe, mir Tarnung holen. Wenn ihr hier anfangt, kriegt ihr relativ viel Gold hinterhergeschmissen. Wahrscheinlich, um bessere Startpotenzial zu geben. Ich weiß aber nicht, wie lange das vorhält. Ihr könnt euch zum Beispiel für ein oder zwei Gold, je nachdem, was für ein Fahrzeug ihr habt, ist mir auch schon aufgefallen. Also, weil ich rübergegangen bin, könnt ihr euch Tarnung holen und die Tarnung verbessern natürlich etwas eure auch Feuerkraft und natürlich Geschwindigkeit und verbessern ein bisschen die Stats. So, ich weiß nicht, 10, 12%, je nachdem. Manchmal sind 6% mehr Schaden oder so. Ne? Aber ich habe jetzt von der Gesamtheit geredet. Da kommen wir ihn ja. Okay, er brennt. Und jetzt hat er mich bemerkt. Jetzt fährt er hin und her hier, oder was? Ist der schon weg? Wir haben schon einen verloren. Nee. Guck mal. Was hier auch gibt, ist mir einmal passiert bisher, dass ich in eine Mine gefahren bin. Aber die meisten benutzen offensichtlich keine Minen. Da ist noch einer neben mir. Hinter mir auch, das war's. So, das war der VPK Wolf. Wirklich ein sehr gutes Fahrzeug. Ja, ich gehe natürlich erstmal auf Feuerkraft, ne? Wenn ich aufwerte, ist meistens auf Feuerkraft erstmal und dann kommt Nachladegeschwindigkeit und dann kommt der ganze andere Rest. An dritter Stelle steht bei mir meistens die Panzerung. Es ist natürlich auch so, dass für Leute, die natürlich ewig lange Warfunder Panzer gespielt haben, natürlich ungewöhnlich, dass man hier einfach aufeinander zufährt, einfach sich wegrammt, gladiatorenmäßig hier. Und nicht sich irgendwo versteckt und versucht am Leben zu bleiben. Aber das ist ja halt einfach nicht angesagt. Ne? Obwohl ich welche gesehen habe, die natürlich ein bisschen weiter hinten stehen und schießen. Aber hier gibt es zu viele Versteckmöglichkeiten, zu viele Ebenen, wo man hoch und runter fährt dann, dass es sich einfach gar nicht lohnen würde, irgendwo stehen zu bleiben, großartig lange. Ihr seht ja, was ich hier abbrettern muss. Den schaffe ich vielleicht noch. Irgendwer anderes hat den gemacht, okay. Guck mal, haben wir schon die mittelschweren Panzer. Oder ist das ein schwerer Panzer? Look at this. Piep an. Ja, was sie auch beibehalten haben, ist halt die Landesflaggen, die automatisch gewählt werden anhand der IP, die man wahrscheinlich benutzt. Jetzt schaffe ich vielleicht noch. Alter, wieso habe ich den jetzt nicht? Weil irgendein anderer hinter mir gefahren ist, ey, das ist ja auch, aber gut, ich heule nicht rum wegen KS, ich habe ja schon mal gesagt, hier geht's nach Punkten. Ja, die Punkte heben einen aufs Podest und nicht die Kills. Ich kann 10 Kills haben, aber wenn ich nur irgendwie 1500 Schaden gemacht habe, bin ich natürlich irgendwo 4. 5. oder so. Von daher sehe ich das nicht so wild. Ist ja nicht so wie in World of Warcraft, für die, die lange nicht mehr WoW gespielt haben, wenn man da im PvP ist. Du kannst Millionen von Schaden haben, wenn du aber keinen einzigen umgenietet hast, bist du in der Liste ziemlich weit unten. Das heißt, nur die Kombination aus Kills und gemachten Schaden hebt einen ein bisschen höher. Ich lasse dann etwas mehr Ehre bekommen. Den schaffe ich vielleicht noch.
Der Vorteil ist, ihr seht, sein Geschütz braucht ziemlich lange, bis es gedreht ist. Da bin ich mit dem Ding hier natürlich ziemlich schnell unterwegs und kann einfach um den rumfahren. Wenn ihr solche leichten Fahrzeuge fahrt, einfach immer in Bewegung bleiben und natürlich um die Gegend herumfahren. Die meisten schnallen nicht, also sind nicht schnell genug mental, um... Vielleicht schaffe ich den hier noch. Sind nicht schnell genug, um auch ihr Fahrzeug so schnell zu drehen. Manche kommen auf den Trichter, okay, vielleicht drehe ich mich schnell in die andere Richtung, da wo er gerade fährt. Manchmal klappt es, dann können die noch einen Schuss machen, wenn er gerade zufällig sitzt. Hinter mir ist einer, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hinter mir einer ist. Kurva, stirb! Den schaffe ich nicht mehr. Da ist... Da muss einer oben gewesen sein. Ich wollte gerade auf die Minimap gucken, aber hat sich gerade erledigt. Okay, da bin ich jetzt erstmal raus, aber... Ich gehe mal in den Beobachtermodus. Ich sehe aber... Oh, das ist ja knapp. Jetzt haben wir 2, 3 Punkte mehr, aber das reicht ja nicht. So auf Dauer. Man sieht ja auch, die haben noch mehr Fahrzeuge. Ich sagte, wir sind ja jetzt in so einem Bereich, so ab Rang 2, wenn man das erste Rang 2 Fahrzeug hat, wo man natürlich auch mal 2, 3 weitere Fahrzeuge hat. Oder 2, 3 Fahrzeuge insgesamt, wo man natürlich dann auch mehr Wiedereinstiege hat. Ich weiß nicht, wie viel es hier gibt, da ich noch nicht so viele Fahrzeuge habe, aber ich schätze mal 3 mindestens. Was ich schon oft gesehen habe, oh, das war vorhin so. Wir haben nur noch 2 Leute und 2 Gegner sind noch da. Und der eine kommt auf die Idee, ich schieße einfach nicht mehr auf den, der fast gar kein Leben mehr hat, sondern ich schieße auf den mit vollem Leben, der gerade den anderen dabei ist, von uns wegzumachen. Und am Ende wurden beide weggemacht, weil der Typ, der fast tot war, den er hätte mit einem Schuss oder vielleicht 2 Schüssen umballern können, den hat er einfach ignoriert. Ich glaube, das sieht sehr schlecht. Ja, wir sind durch. Ja. Das kommt dann halt auch mal vor. Gut, wir haben rein, Rang aufgestiegen. Okay, das ist gut, weil es dann wieder ein bisschen Silber gibt hier. 150.000, das erhöht sich natürlich Rang um Rang. Die ersten paar Ränge steigt man noch relativ schnell auf. Übrigens, um zu sehen gerade, ich habe 3 Tage Premium bekommen. Ich habe erst so ein 4-Stunden Premium, das war die Belohnung für den ersten Spieltag, hatte ich aktiviert und dann habe ich ein paar Runden gemacht und dann, ja, habe ich noch 200 Gold bekommen und 3 Tage Premium. Wird wahrscheinlich komplett nur auf 3 Tage runter gerechnet. Ich glaube nicht, dass... Ich kann nicht weiter aufwerten hier. Dass es ja 3 Tage und 4 Stunden sind. Ist mir aber auch egal. Ich habe noch nie bei irgendeinem von XDev-Spielen so viel Premium-Zeit geschenkt bekommen auf einmal. Das heißt, man hat genug Zeit hier auch mal schnell zu... Ich glaube auch, das Premium ist wirklich notwendig. Andere haben es wahrscheinlich genutzt, weil ich habe gesehen, dass einer schon meinte, er hat alle Fahrzeuge, alle Panzer in diesem Spiel schon gespielt. Das heißt, er muss ja durchgeackert haben. Und es scheint auch nicht so viele Fahrzeuge zu geben. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ist das schon wieder dieselbe Karte? Es ist dieselbe Karte, glaube ich. 3-mal dieselbe Karte hintereinander. Hatte ich bisher auch noch nicht. Und für die, die, ich sag mal, so viel Gold wie ich jetzt habe, wie gesagt, ich habe keins gekauft. Ich habe das alles durch die als Geschenke oder durch Kampfaufgaben bekommen. Ihr könnt eure Kampfaufgaben, wenn ihr die abgeschlossen habt, nochmal erneuern. Mit, ich weiß nicht, ein paar Gold. Das sind unter 10 Gold. Ich glaube, 3 Gold, 4 Gold, je nachdem, was das für eine Aufgabe dann ist. So dass ihr dann nochmal Kampfaufgaben machen könnt. Wenn ihr die abschließt, kriegt ihr halt nochmal Silber. Für die, die jetzt ein bisschen auch so wie ich hier Probleme mit Silber haben. Ja. Und dann einfach brauchen, um halt ein neues Fahrzeug zu holen oder halt um mehr aufzuwerten. Ich versuche immer so gut wie möglich zu sein, denn natürlich, klar, wie ich schon erwähnt habe, wenn man oben in der Liste ist, kriegt man natürlich auch ein bisschen mehr Silber. Und ich denke mir immer schon, ich sehe. Der Penner hinter mir hat mich gerammt, das habe ich gemerkt. Ich bin gleich schon wieder weg. Die Karre ist gleich schon wieder weg. Gut, war March, Alter. Pia Deutsch, echt du dreckiger Bastard. Das ist ein Premium-Fahrzeug. Also ist zumindest... Ich schwöre. Ich habe so viel Schaden von diesem Typen bekommen. Das ist ein Goldspieler, das wollte ich eigentlich sagen. Das Fahrzeug selber ist nicht Premium. Es gibt hier Premium-Fahrzeuge, aber die Tarnung ist Premium. Gut, wie ich schon sagte, die kostet 2, 3, je nachdem. Ich glaube, die teuerste ist vielleicht 4 Gold. Die hält 4 Stunden übrigens, also ist jetzt nicht nur für eine Fahrt. Die hält 4 Stunden. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, jetzt zocke ich mal eine Weile, gute so eine Tarnbemalung. Gut, jetzt mache ich natürlich mit dem nicht so viel Schaden und die Tarnbemalung wird natürlich auch etwas mehr Schaden aushalten. Also mehr Schadensabsorption. Ich glaube, 6% weniger Schaden erleidet man mit der Tarnung. Die sind relativ gleich, das meiste ist ein optischer Effekt. Ich
würde... Jetzt haut er natürlich ab. Und dann habe ich natürlich mit meinem wirklich hier Papierkugelchenwerfer gleich so einen harten Gegner hier. Ich muss gucken, okay, ich habe noch genug Munition. Vorhin habe ich meine Munition aufgebraucht. Da hatte ich keinen Kill gemacht, aber habe ziemlich jeden fast kaputt geschossen. Und irgendwann merke ich, wieso schießt der nicht mehr? Ich dachte, mein Geschütz wäre kaputt, habe ich gesehen. Ich habe keine Munition mehr. Und man kann sie, glaube ich, auch im Spiel nicht auffrischen. Das heißt, ich habe einfach versucht, die Gegner von hinten zu rammen. Und einmal habe ich versucht, den von der Brücke zu schieben. Was partiell funktioniert hat, also der hing dann so auf der Kante, konnte mich nicht mehr gut anvisieren, sagen wir mal so. Das war jetzt nicht der Typ von eben. Der hat BTR gespielt, das habe ich mir gemerkt. Ich bin gleich weg. So, Lademechanismus. Oh, okay, klar, wenn Lademechanismus, Drehmechanismus, dann weißt du, die Scheiße ist erledigt. Ich war auch der letzte Spieler hier, scheiße. Gott, das ist ja demütigend. Ich habe noch nie irgendein Ex-Chef-Spiel mit zwei Niederlagen hintereinander gespielt hier. Und das aufgezeichnet, das meinte ich damit. Aber kommt vor, ich meine, wie gesagt, der eine Typ war jetzt auch relativ hart. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie die anderen gespielt haben. Wahrscheinlich auch relativ scheiße. Egal. Trotzdem. Ich finde es noch unterhaltsam. Ist noch okay. Das gefällt mir insgesamt besser, jedenfalls, als viele der anderen Spiele, die sie rausgekloppt haben. Probiert's mal aus. Military Tanks, gratis auf Steam. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Video.